Maßregelvollzug. Maßregelvollzug ist ein öffentlich-gesetzlicher Auftrag, bei dem es darum geht, psychisch kranke, schuldgeminderte und schuldunfähige Straftäter sozusagen wieder auf den Pfad der Tugend zu bringen. Es ist ein Parallelsystem zum Strafvollzug, unterliegt ähnlichen gesetzlichen Regelungen. Das heißt, die Einweisung erfolgt über ein Gericht im Rahmen eines Strafverfahrens. Die Überprüfung der Dauer der Unterbringung erfolgt ebenfalls über Gerichte und die Entlassung erfolgt auch über Gerichte. Die Aufgabe der Klinik ist zum einen eben die Behandlung, Auftrag der Besserung und zum anderen eben die Sicherung, das heißt der Schutz der Allgemeinheit vor erneuten Straftaten. Und im Wesentlichen sozusagen verkaufen wir Kliniken des Maßregelvollzuges als Produkt Sicherheit für die Allgemeinheit.